Moin Moin Freunde, in der heutigen Folge möchte ich die Decke einmal fertigstellen. Auf der Unterseite muss ich ja noch einen Teil des Gewölbes einziehen. Dann möchte ich hier einmal im Schlafzimmer und hier im Rittersaal einmal die Wände schon mal andeuten. Eine grobe Raumaufteilung, wo was hinkommt oder wo was hinkommen könnte. Noch bin ich flexibel. Und dann möchte ich hier bei dem Stützelement noch ein bisschen weitermachen. How I Built a Lego Castle from Scratch. Episode 113. Die Küchendecke ist soweit fertig. In Anbetracht der Tatsache, dass man das nachher sowieso nicht mehr sehen kann, habe ich mir das hier geschenkt. Das kann man noch ein bisschen schöner machen, den Spalt, indem man hier an der Wand einfach ein paar Brick Modifies setzt und dann seitlich irgendwie noch mit einer Fliese aufdoppelt und diesen Spalter wegzubekommen. Die Lötenspaltmaße hier, da kann man halt nichts machen. Gut, ich baue das ganze Ding einmal wieder ein und dann würde ich gern mit dem Abstützelement anfangen. So, hier wollte ich jetzt beigehen. Es geht darum, hier ein Abstützelement vorzusetzen, um diesen Spalt zu verdecken. Der ergibt sich leider, weil ich da eine Modulgrenze habe und der sieht ehrlich gesagt nicht so geil aus. Und sag ich mal, so ein schräges Abstützelement hier vorne tut sich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Als erstes werde ich hier das Mauerwerk erstmal wieder in diesem Bereich zurückbauen, dass ich ja weiß, wie ich da überhaupt rangehen kann. Eventuell muss ich auch die ganzen Hoses im Hintergrund kürzen. Ich nehme erstmal das Mauerwerk weg und dann probiere ich hier ein bisschen rum. Das Stützelement habe ich jetzt erstmal so gebaut, wie ich gedacht habe, aber das funktioniert so nicht. So kann ich das nicht lassen. Ich habe diese Säule hier, fängt unten breit an und alle vier Lagen verjüngt sich das um eine halbe Plate. Und ich habe die jetzt hier mit diesen Plate Modified an die Hoses geklipst, hier auf beiden Seiten. Aber der Effekt für die Wand, die ich hier eigentlich reindrücken will, muss ja hier irgendwo hin, ist gleich null, weil das hier unten hohl liegt. Ich müsste dieses Element müsste ich unten auf Fliesen setzen. So, dass die kriege ich hier jetzt aber nicht mehr zwischen. Dafür müsste ich komplett eine Lage tiefer gehen. Die Plate hier, die schwarzen aus dem Untergrund müsste ich rausnehmen und durch Fliesen ersetzen. Riesenaufwand wäre das. Was hier oben ist, das auch blöde. Das ist noch das hier oben viel zu breit. Hier kommt ja noch das Mauerwerk vor. Das kann ich auch nicht so lassen. Das muss gegen null auslaufen. Das muss ich irgendwie hinkriegen. Wahrscheinlich wird das so laufen, dass ich die Hoses hier einmal runterschneide, dass die da weg sind, dass ich diesen Apparillo oder so einen ähnlichen, ich weiß nicht, ob ich bei dem bleibe, dann direkt hier auf die Wand setzen kann. Und dann mit Technikpins und so irgendwie oder mit Achsen den aufstecken kann, dass der sich nicht verdrehen, verschieben oder irgendwie verwinden kann. Das muss wirklich stabil sein. Da muss ich mir noch mal einen Kopf drum machen. Also erster Versuch gescheitert. Kommen wir dann mal zur Raumaufteilung. Und zwar fangen wir hier mal im Rittersaal an. Hier wieder ein großer Kamin an der Stirnseite, Feuerholz, irgendwelche Leuchter da noch mitzustellen. Quer davor ein großer Tisch, vielleicht auch auf so einen kleinen Sockel, also dass man hier hintere Drittel des Raumes vielleicht sogar noch den Fußboden noch einmal anhebt. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wie gesagt, dann hier ein großer Tisch. Paar Stühle hier hinter für Burgherrn und Gäste, Gattin, keine Ahnung. Dann zwei Tischreihen mit Bänken.
so angeordnet. Hier wollte ich ja den Abort irgendwo hinsetzen. Die großen Fenster mache ich allerdings nur auf der Hofseite und hier auf der Außenseite entweder gar keine Fenster oder auch nur so eine Lütten. Da muss ich mal gucken, ob ich die kleinen auch mit so einem Bogen hinkriege. Und dass ich die vielleicht ein bisschen schmäler anordne, muss ich testen. Aber die großen auf jeden Fall nur auf der Hofseite. Und dann machen wir hier zwei oder drei Stück, was passt, kommt dahin. Dann hatte ich ja vor, hier Bögen zu setzen, in der Mitte eine Säule. Alles offen lassen soweit. Gegenüber von diesem Bogen kommt dann der Durchgang zum Schlafzimmer und hier vorne dann die Tür. Die Treppe, ja, es wird dann so aussehen. Hier und da hatte ich ja Brick Modified gesetzt, da kann ich jetzt Steine raufstellen. Hier das Ende ist lose und dann halt auch, muss ich hier nochmal mit Plates und irgendwelchen Slopes gucken, ob ich die Ecke hier ein bisschen sauber geschlossen bekomme, aber da bin ich recht zuversichtlich, dass das funktioniert. Dann kommen wir hier zum Schlafzimmer. Da bin ich ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich hier den Fußboden generell höher setze. Also hier soll der Fußbodenbelag ja mit Fliesen gestaltet werden. Wahrscheinlich so ähnlich wie in der Waffenkammer, auch diagonal verlegt. Die gleiche Bautechnik, vielleicht ein bisschen spielerischer, irgendwelche Muster da reinlegen oder so. Das kann ich mir hier gut vorstellen. Und hier wollte ich ja einen Holzdielenboden einziehen. Und wenn ich den jetzt ein bisschen über dem anderen Niveau habe, dass ich hier ein oder zwei Stufen hochgehe, und dann hier in dem Raum bin. So, dann Schlafzimmer. Kommt hier auch ein großer Kamin hin. Muss ich mal gucken, ob ich den etwas kleiner mache als im Rittersaal hier drüben. Oder gleiche Größe. Muss man gucken, wie das nachher optisch aussieht. Dann auf dieser Seite hier in ungefähr Raummitte ein Bett. Auch wieder mit einem Podest darunter, alles ein bisschen angehoben. Dann wird wahrscheinlich die Betecke hier so ein kleiner Altarbereich, vielleicht sogar als Erker ausgebildet, also dass hier ein Erker ist. Und in dem Erker steht dann ein kleiner Altar. Ist ja auch nur ein Kreuz und fertig. Dann hattet ihr Wandteppiche und Felle oder sowas auf dem Boden oder Teppiche auf dem Boden, das muss ich auch umsetzen. Und zwar, ich meine, das war bei der Lego Schmiede, bei der neuen in Anführungszeichen. Da war, glaube ich, im Dachgeschoss irgendwie so ein Wildschweinfell. Oder irgendwo gibt es das jedenfalls und das würde ich gerne irgendwie mehr oder weniger 1:1 übernehmen. Vielleicht kann ich auch noch ein anderes Fell irgendwie imitieren, Bärenfell oder so zum Beispiel. Da muss ich mal gucken, wie das Original gebaut wurde und wie ich das nachbauen kann. So, dann war noch in den Kommentaren irgendwie so ein kleiner Schreibtisch hier hin. Das kann ich mir auch gut vorstellen hier in irgendeiner Ecke. Hier kommen ja auch wieder Fenster hin. Da wo Licht ist, nochmal einen Schreibtisch hinsetzen und ein Spinnenrad. Das muss ich mir gleich nochmal raussuchen, weil das war ein bisschen komplizierter zu bauen. Also ist nicht so, dass einem das sofort einfällt, wenn man da keine Idee hat, wie das gemacht ist. Es sah auch recht filigran aus. Das würde ich dann auch noch hier vorne irgendwo hinsetzen. Ja, und dann ein paar Leuchter, Kisten für Klamotten. Also den Raum kriegen wir schon irgendwie voll. Dann habe ich hier bei der
Treppe, da muss ich auch noch mal bei. Und zwar habe ich jetzt hier in meinem Fundus, habe ich hier diese alten Hinges gefunden. Und die haben exakt die gleiche Größe wie die aktuellen mit den mit der C-Klemme. Und die sind irgendwie, keine Ahnung, aber die gibt es nicht mehr oder die werden nicht mehr hergestellt. Das ist alter, gebrauchter Kram. Der Vorteil ist, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die sind komplett flach und während die C-Klemmenteile, da hast du immer diese Wulst. Und die Wulst, die macht mir ehrlich gesagt hier Probleme an der Wand und an der gegenüberliegenden Wand. Ich kriege diesen Zylinder kriege ich nicht sauber eingesetzt. Und wenn ich jetzt an diesen beiden Stellen hier gegen die gelben Austausch, kann ich mir vorstellen, dass ich hier weniger Probleme beim Ein- und Aussetzen habe. Und das würde ich gerne jetzt nochmal abändern, die beiden Achsen hier, und dann mal gucken, ob sich das sauber einsetzen lässt, weil so raus geht, aber rein wird nachher immer ein Problem. Gut, das mache ich nochmal, dann habe ich wenigstens irgendwas geschafft heute. Und hier nochmal ein kleiner Funfact. Die gelben Hinges habe ich hier jetzt gegenläufig eingebaut. Einmal Noppen nach oben, einmal Noppen nach unten. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, eine 3 Plates starke Fläche zu schaffen, wo ich oben und unten Noppen habe. Und dafür habe ich das ursprünglich mal auch gekauft zum Ausprobieren. Weil mit den C-Klemmteilen, die aktuell auf dem Markt sind, ist das technisch nicht machbar. Die Wulst verhindert, dass man das fugenlos, also wirklich astrein verbinden kann, so wie mit den gelben. Nur mal so nebenbei. Die Wendeltreppe ist erstmal wieder an Ort und Stelle. Und sag ich mal, das war jetzt wirklich richtig smooth. Ganz easy konnte ich das einsetzen. Das gefällt mir. Hier für die Ecke habe ich hier auch mit Brick Modified, mit Studs hier nach vorne in den Treppenraum rein. Und dann habe ich hier nochmal Brick Modified mit Studs auf einer Seite, die dann hier den Slope in der Ecke halten und vorne mit Fliesendicht. Das ist, glaube ich, eine ganz akzeptable Lösung für die kleine Ecke. Höhe passt jetzt natürlich nicht. Da muss ich den Bogen dann in der Höhe setzen. Dass das hier nachher wirklich auf dem untersten Level ist. Ich muss auf jeden Fall hier auch nochmal noch weitere Ringe einziehen. Das ist noch alles sehr instabil, wenn man das nicht irgendwo noch zusätzlich am Außenmauerwerk befestigt. So viel dazu. Vielleicht mache ich das auch noch irgendwie. Jetzt, wo ich hier diese Teile habe, könnte ich mir vorstellen, nee, das passt vom Noppenmaß nicht. Na egal, aber vielleicht kriege ich das irgendwie noch befestigt. Ja, ehrlich gesagt, eine eher erbärmliche Folge diesmal, weil ich nicht das geschafft habe, was ich gerne machen wollte. Ich hätte zu gern dieses Element fertig bekommen, aber es sollte halt nicht sein. Ich muss hier wirklich die Hoses kappen, links und rechts, und das Element muss wirklich bis hinten an die Wand ran. Dann muss ich unten Fliesen setzen, also alles aufreißen und da in dem Bereich die Plate durch eine Fliese oder ja, mehrere Fliesen ersetzen, damit ich wirklich runter auf den Boden komme. Ja, und das mache ich beim nächsten Mal. Und sonst mache ich euch keine Versprechungen hier von wegen irgendwie Fußboden, pipapo. Ihr könnt ja, wenn ihr noch Ideen habt hier zu den Räumen, könnt ihr das ja noch gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich immer dankbar. Ich hoffe, ihr habt hier nichts Wesentliches vergessen. Ich werde auch mal hier hinten im Schlafzimmer wegen dem Fell, muss ich noch mal gucken. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch das Spinnrad. Da habe ich richtig Bock drauf, das nachzubauen. Da muss ich aber raussuchen,
und vor allem, was für Teile da benötigt werden. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.